Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Spray TV. Herzlich willkommen auch unsere Gäste in der Dahlmeier Kaffee Lounge und natürlich im 1881. Und begrüße recht herzlich zur Pressekonferenz beide Trainer, Chris Lee für die Gäste aus Krimmitschau und Tower Stars Coach Danny No. Ja, ein Spiel mit Überstunden in jeglicher Hinsicht. Chris, dein Fazit zum Spiel. Schönen guten Abend. Ich glaube, für uns nach dem Spiel Freitag auswärts zu kommen gegen eine gute Mannschaft wie Ravensburg haben wir uns gut angefangen, muss ich ehrlich sagen, haben Chancen erarbeitet auch, haben uns nicht verstecken lassen. Nach zwei Drittel, ich glaube, die Ergebnis war in Ordnung, war Chancen auf beide Seiten hin und her, aber ein guter Eishockeyspiel, schnelles Eishockeyspiel. Letzte Drittel waren wir vielleicht ein bisschen zu passiv, wollte diese Führung verteidigen, sagen wir, vielleicht zu viel und ein bisschen zu viel Zeit und Platz gegeben und Ravensburg hat es natürlich ausgenutzt. Und die erste Mal 3-3 dieses Jahr, ich glaube, das war auch Hochspannung, Chancen auf beide Seiten, hin und her geht die Scheibe natürlich. Ich glaube, es wird viel interessant dieses Jahr mit dieser 3-3. Aber es ist nur schade für uns. Wir sind natürlich hierher in Gefahr, 3 Punkte zu holen und leider nur mit einer. Aber Ravensburg hat die Job gemacht und dann verdient gewonnen. Ja, danke dir, Chris. Danny, du bist nicht so der Fan von dieser 3-3-Verlängerung. Kann ich mir gut vorstellen. Heute hättest du gern drauf verzichtet. Das Spiel war ein bisschen der Wurm drin. Wie ist dein Fazit? Ja, guten Abend. Fazit. Ich glaube, dass die Jungs waren ein bisschen überrascht von Krimmitschau, dass die so gut gespielt haben. Die haben die vielleicht ein bisschen unterschätzt und sowas darf man nicht, also überhaupt nicht in dieser Liga, weil das ist so eng. Die erste 40 Minuten finde ich, dass unsere Defensivverhalten war nicht gut, also wir waren zu weit weg von den Gegnern, zu zögerlich. Wir haben, normal muss man auch Schüsse blocken, haben wir gar nicht gemacht. Aber auch, dass wir in Führung gegangen sind und dann wieder war weg, nach ein paar Minuten. Und dann gehen die in Führung und machen wir die Ausgleich und dann wieder defensive Verhalten rund um das Tor. Dann sind die in Führung gegangen. Das war hin und her, viele Chancen aus beide Seiten. Ja, und dann letzte Drittel, glaube ich, war unsere beste dieses Jahr. Schüsse war 17-6. Die glaube ich, wir waren über 10 Minuten in die Offensivzone, die ganze Drittel. Ich glaube auch, wie Chris gesagt hat, dass wir die 3-3 verdient geschossen haben. Und dann, diese Overtime mit 3-3, das ist schon hin und her. Das ist schon, ich glaube, wenn man die Scheibe bekommt und Scheibe besitzt, man sollte nicht blind nach vorne, man muss mit Geduld angreifen. Und das haben wir auch gemacht. Und ja, im Endeffekt Penalty schießen, das ist Lotterie, aber heute haben wir zwei ganz gute gehabt, die diese Tor geschossen haben. Und nur wegen unserer letzten Drittel bin ich froh. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben gekämpft bis zu Ende. Und ich glaube, dass ja, die 2 Punkte sind verdient. Ich glaube, dass Krimmitschau heute den Punkt schon verdient haben. Danke dir, Danny. Ja, bevor wir zu den Fragen der Presse kommen, übrigens einer der Penaltyschützen ist heute hier zum Interview des Abends mit unserem Markus, nachher Daniel Pfaffengut. So viel schon mal als Programm vorweg. Dann die Fragen der Presse, Alexander Tutschner von der Schwäbischen Zeitung. Ja, Danny, vielleicht zuerst die Frage. In der Overtime hat Adriano Caracciola noch getroffen. Warum hat das Tor nicht gegolten? Was hat der Schiri gesagt zu euch? Man könnte nicht sehen die Uhrzeit auf die Videobeweis. Mit der Torkamera war die Uhrzeit weg und dann er könnte nicht entscheiden, ob das Tor vor 0-0 drin war oder nicht. Dann hat er die Linie Richter gefragt und beide haben gesagt, dass die Scheibe war drin nach 0-0. Mit Fabio Caracciola hat heute ein wichtiger Spieler gleich gefehlt. Was hat er für eine Verletzung und wie lange wird er ausfallen? Wisst ihr das schon? Ich glaube, wenn es gut läuft, Fabio ist wieder auf Eis am Mittwoch. Ich glaube, er hat eine Leistezerrung gehabt
Er hat das gemacht in Frankfurt. Ich glaube, der war 2-3 Mal auf Eis in Frankfurt und hat diese Zerrung gemacht. Dann von den Neuzugängen haben jetzt am Wochenende ja Meyer, Brace und Reed die ersten Tore gemacht. Bist du erleichtert, dass die jetzt endlich getroffen haben, und ist der Knoten jetzt geplatzt bei denen vielleicht? Ja, hoffe ich. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur Tore schießen. Das Defensive Verhalten muss mit jedem gut sein. Aber für die, das ist sicher froh am Wochenende, dass die Knoten ist geplatzt, und die sind wichtige Spieler für uns, und ja, die müssen weiter hart arbeiten und uns, ja, die sind alle beteiligt und uns helfen, Spiele zu gewinnen. Du hast das Defensivverhalten schon angesprochen. Ihr habt heute vor allem in den ersten zwei Dritteln auch viele Alleingänge der Krimitschauer zugelassen. Woran lag es? Seid ihr da ein bisschen zu offensiv gestanden? Und ja, das Spiellesen ohne Tor, nicht blind nach vorne. Krimitschau, die Spieler waren schon gewarnt, dass wenn wir angreifen und wir machen hohe Risikospiel und die Scheibe gewinnen, das heißt, wir sind alle 4 oder 5 in die Offensive Zone, die benutzen die Bande, die Plexiglas, die schießen die Scheibe raus und dann ist gleich ein Konter. Und ja, muss man mehr konsequent spielen. Und ja, mehr ist rund um das Tor. Wir haben jetzt nicht so viele Tore kassiert dieses Jahr, aber alle Tore sind im Slot. Und da müssen wir mit mehr Entschlossenheit dort arbeiten. Vielleicht noch eine Frage an Chris Lee. Sie haben ja in dieser Saison die direkte Playoff-Qualifikation als Ziel ausgegeben. Die ersten zwei Spiele gingen dann verloren. Wie sehen Sie mittlerweile das Ziel? Ist es für Sie erreichbar in dieser Saison? Natürlich. Ich glaube, die ersten zwei Spiele waren nicht natürlich, wie wir wollten. Aber Freitag haben wir gut gespielt. Heute Auswärtsspiel. Schade. Wie gesagt, wir waren knapp dran an die 3 Punkte. Aber wir sind erstmal nur 4 Spiele weg. Es gibt 48 Spiele noch. Und ich glaube, die Mannschaft glaubt dran noch. Und wenn wir unsere Eishockey spielen wie Freitag und wie heute, unsere Punkte würden dann kommen, dann können wir sehen, wo wir stehen. So, keine weiteren Fragen offen. Ich danke beide Trainer für ihre Statements. Eine gute Heimreise noch mit ihrer Mannschaft. Danny, auch dir herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. So, das war's für den ersten Teil. Wir kommen jetzt zum Interview des Abends mit Daniel Fabengut und unserem Stadionsprecher Markus Heider. Soweit von mir aus. Noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.